Und da sind wir auch wieder zurück. Ich bin natürlich direkt wieder reingegangen. Ich habe mich nicht ausgelockt. Wir sehen unseren wunderschönen Hafen, haben unsere 19%. In der letzten Folge haben wir einen schweren Tod erlitten. Ich kann jetzt nicht auf eure Kommentare eingehen, da ich direkt im Anschluss aufnehme. Weil man hat, wie gesehen, ich habe gerade irgendwie rot gefunkelt. Als ob ich mit meinen irgendwo Stein hätte und geschliffen habe. Vielleicht meine Fußnägel. Wenn ja, krasse Mechanik. Jetzt sehen wir das erste Mal den Hafen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ihr könnt ja mal gerne in die Videobeschreibung schreiben, ob ihr schon den Hafen erkundet habt. Ja, Chaotentyp und Jess und Deckcheck bestimmt. Diese Allverrückten. Kürbissüppchen bestimmt auch. Vielleicht hat der Kürbissüppchen mich getötet in der letzten Folge. Oh, Ziege. Ganz ehrlich, Leute, da ist die Ziege. Ich will leben. Wir gehen wieder als eine Katze. Es tut mir leid, Ziege, aber du wirst jetzt so sterben wie ich in der letzten Folge. Und Angriff. Danke. So. Komm, ess dich satt. Ja, machen wir. Dann haben wir mehr Wachstum. Jawohl, warte. Wisst ihr was? Ich hör auf. Weil ich, falls, ich bin der Hoffnung, dass ich was habe. Wir haben jetzt zwei Striche nicht aktiviert, den nächsten. Wir könnten aktivieren. Wir hätten dann 50%. Aber ich finde 100% so geil, ne? Aber ob hier was ist? Ah, ich lasse es. Ich bin der Hoffnung, dass wir hier was finden. Was haben wir denn als SK? Lustig. Dino. Warte, was ist eigentlich Zera? Zera ist 3 Punkte. Ich glaube, die Zeras in der letzten Folge hatten einfach nur Hunger. Ich glaube, die hatten einfach nur Hunger, weil ich glaube nicht, dass sie wegen 3 Punkt... nee, die hatten Hunger. Die haben auch sofort gegessen, hat man direkt gesehen, die waren am Ende, ja. Ist halt ein Survival Game. Der Ziege haben wir gerade getötet. El Diablo. Was war nochmal dir? Das Schwein? Aber Schwein war doch Pick, ne? Also... Hier ist aber, glaube ich, das Wildschwein, ne? Kann das sein? Kann man das trinken oder ist das Salz? Wir sind am Hafen. Ich versuche gerade logisch zu denken, ich habe gerade richtig, bei mir kracht es gerade richtig im Kopf. Am Hafen. Ist doch Süßwasser, oder? Ist hier am Hafen Süßwasser? Nee, ich habe Trinken verloren. Ist Salzwasser. Am Hafen ist Salzwasser. Okay, weiß ich nicht. Vielleicht ist das jetzt auch einfach nur... Das sieht aus, als würden da Leichen liegen. Warum denke ich so? Nachtsicht. Nee, ich mache wieder Nachtsicht an für euch. Ist sonst viel zu dunkel für euch. Als ob da so Menschenleichen... Jetzt natürlich jetzt von der Entfernung nicht mehr. Klar. Haben wir hier wenigstens gefiltertes Wasser? Können wir irgendwas saufen, Leute? Aber da ist Wasser. Gehen wir da gleich mal hin. Das ist auch Wasser. Katzenaugen. Wir sollten mal gucken, gibt es hier irgendwas? Gehen wir erstmal hier lang Richtung Wasser. Oh, wir können das hier trinken. Ja, cool. Können wir nicht. Und der Schweinehund zeigt es uns an. Ich habe sofort Wasser verloren. Ist das gemein. Oh, es leuchtet. Ich mag leuchtende Sachen. Geh mal rein, es leuchtet. Ich bin wie so eine Motte sein, ne?
die mich kennen, lachen jetzt bestimmt. Keine Ahnung, immer wo es leuchtet, so LED, irgendwie, ich finde das cool. Sieht geil aus. Hier gibt's nix. Boah, wenn es hier Menschen wären und damit Waffen. Boah, stellt euch mal vor, ey, es wäre richtig cool. Ich hoffe, die kriegen das hin. Boah, ich fände das so stark. Okay, ist einfach nur wieder dieselbe Halle. Wir riechen wieder. Ja, trinken ist auch bei uns jetzt ein bisschen kritisch. Ne? Aber ich hatte das Gefühl, ich höre es. Aber irgendwie sind wir hier very alone. Auch wenn er uns das hier anzeigt. Wir gucken mal. Wasser, Wasser. Durch. Ja, ja. Ist unter uns sofort das Wasser gemeint auch, ne? Ja, zeigt er nur nicht jetzt an. Aber Salzwasser. Ich will jetzt nicht schon wieder trinken. Salzwasser. Also das Spiel verarscht einen. Hä? Jetzt füllt Wasser auf? Okay. Verstehe ich jetzt trotzdem nicht ganz. Ist egal, wir haben unser Wasser. Jetzt kommen wieder diese Alp-Profis. Frage an euch. Vielleicht war es nur krankes Timing, dass ich gerade verloren habe, wo ich getrunken habe und das Gefühl hat, das wäre sofort Salzwasser. Wird Salzwasser auch als Regentropfen angezeigt oder war das vielleicht auch ein Anzeigebug? Weil ich meine, ich hätte sofort Leben verloren. Jetzt nur die Frage, was können... Oh, Autos. Boah, ja, man, Führerschein direkt fahren. Land Rover. Man erkennt sofort, welches Auto die hier meinen, ne? Land Rover. Okay, ich glaube, die Animation ist ein bisschen verbuggt aktuell. Gehen rein. Hier waren wir schon. Leiter. Ja, das wird safe irgendwas noch geben in Zukunft. Glaubt mir, Leute. Safe, das wird noch was geben. 100%. Ich hoffe, man kriegt jetzt hier so einen anderen Dino. Schreckt man sich ja zu Tode. Ist ja gut und schön, aber was bringt einen das? Ich zeige euch das jetzt einfach mal. Dann lernt ihr mal den Hafen kennen. Man merkt aber, dass der Ort noch ein bisschen buggy ist. Ich habe das eben schon gemacht. Ja, nicht, dass ihr denkt, ich habe eine Behinderung beim Laufen. Das sind Alpha-Wände. Beziehungsweise Bruchstücke. Das passiert meistens, wenn Maps generiert werden und die Gegenstände nicht richtig entfernt werden. Zwar nicht mehr ersichtlich, aber irgendwie noch da sind, aber unsichtbar. Außer du hast eine richtige Alpha-Wand, wo der Entwickler nicht will, dass du hinkommst. Aber hier habe ich extreme Einbrüche der FPS. Boah. Hier habe ich richtig ein... Ihr kennt meine Leistung. Also an alle so... Ich weiß nicht, ob das jetzt an den Server liegt. Aber hier habe ich extreme Einbrüche. Mein Gott. Oh mein Gott, ist das... Leute, ich kann das selber nicht gucken.
Nee, ich tue euch das jetzt nicht an und mir selber auch nicht. Also er tut sich extrem schwer. Da muss Saal was machen. Das liegt nicht an meinem PC. Das sind extrem einfach. Oder gerade Serverprobleme in dem Bereich. Hier können wir uns wählen. Geil. Gutes Gimmick. Ja, dann würde ich sagen. Wohin? Das wäre jetzt wirklich mal eine Frage. Mal 2-, 2-. Wisst ihr was? Ich kopiere mal. Und wir sehen uns jetzt wieder mal auf der Karte. Einen Moment. So, dann gehen wir hier unsere Koordinaten ein. Schau. Da. Ist ja klar, dass wir da sind. So. Oh. Erster Punkt, zweiter Punkt. Dann zeigt er, wo wir waren. Ist ja cool. Tja. Delta. Ist ja gut und schön, dass wir jetzt die Karte hier haben. Aber wohin sollen wir laufen? Da die Spawnpunkte jetzt hardcore random sind, wirklich hardcore random, kann ich auch nicht mal sagen, wo ich jetzt hinlaufen will. Ich würde jetzt trotzdem sagen, einfach mal hier. Also ich würde jetzt einfach mal hier hinlaufen. Das ist ein See zum Trinken. Ich vermute mal Grünwiese. Gehen wir mal hin. Komm, lass uns mal da hingehen. Wie viel Prozent? 24. Nie ohne Seife. Ist der, das war unten eben, ne? Okay, dann gehen wir nach Westen. Dann da lang. Okay. Aber den Ort kann ich euch nicht zeigen, leider. Also ja, ich habe euch jetzt gezeigt von entfernt. Ah, kann man nicht hingehen. Vielleicht jetzt auch nur ein Serverproblem gerade. Bin ich behämmert? Süden. Mann, was ist los bei mir? Süden müssen wir laufen. Sorry, da hat es jetzt auch bei mir kurz gekracht. Sorry. Ich habe mir gerade schon, während ich mit euch geredet habe, Gedanken gemacht, wie ich euch das alles anzeige mit der Karte und so, mit dem Umswitchen. Bei einem PC, ihr kennt das selber, dann wird Desktop alles gezeigt, deswegen habe ich mir gerade schon Gedanken gemacht, wie ich das dann präsentiere. Und da habe ich jetzt meinem Gehirn jetzt komplett Speicherkapazität verloren für den anderen Punkt. Logisches Denken war dann erstmal deaktiviert, dass unten Süden ist. Mein Gott, ich bin halt transparent. Ich könnte alles rausschneiden. Euch zeigen, ich bin der perfekte Delta. Ich mache nie Fehler. Das ist schwachsinnig. Das spiegelt nicht das Leben wider. Im Leben machst du Fehler. Aus Fehlern lernt man. Das macht einen nur stärker und besser. Man muss sich die Fehler nur eingestehen. Ne? Also ignorieren und sagen, ah, die anderen sind schuld, bringt dann nichts. Außer die anderen sind schuld. Dann bleibt eurer Linie treu. Aber niemand ist perfekt. Ich sehe nichts. Guck mal, ihr schaut meine Videos, Weisheiten fürs Leben. Was will man mehr? Ich würde ja sagen, ich erzähle euch mal aus meiner Hotelzeit Stories, aber dann müsste ich das hier auf FSK 18 schalten. Das ist nicht gut. Ich habe mal Hotelleben. Ich habe 8 Jahre in der Hotellerie gearbeitet als Techniker. Ich sag euch eins. Wilde Geschichten. Was man da alles mitbekommt. Sehr, sehr lustig. Ja, wir werden langsam. Orangene Punkte kommen hervor. Ja, fuck, wo ist der Eingang? Ist da eine Tür gleich? So ein Tor? Ich gehe mal in die Richtung in der Hoffnung, dass da was ist. Süden ist da. Ja, da ist das Tor. Genial. Wir riechen einmal. Lange gedrückt halten.
Okay, zwei Striche aktiviert. Die kennen wir ja schon. Da laufen wir jetzt ganz sicher nicht hin. Doch, sieht es ja gut aus. Ja, langsam muss ich ein bisschen aufpassen. Solche Stürze überleben wir jetzt nicht mehr auf Dauer. Beziehungsweise ohne Knochenbruch. Also den Sturz hast du dann höchstens erstmal einen Knochenbruch. Oder eine Fraktur. Verwundet. Eine Fraktur ist ein Bruch, ne? Da ist... Oh ne, haben die wieder diesen komischen Map-Fehler? Dieses Glitzern am Map-Rand? Ich dachte, die hätten den Fehler korrigiert. Also haben sie auch korrigiert, aber seht ihr das? Oh, die haben den alten Fehler wieder. Oh. Aber wo ich sagen muss, der Fehler sieht cool aus. Sieht so mysteriös aus. Vielleicht alles eine Verschwörung. Vielleicht werde ich gerade vom Menschen gesteuert. Wird der Zera ja wirklich. Oh Mann. Wir wissen ja auch nicht, was mit uns ist, ne? Leben wir in der Matrix? Der Dino hier, ja. Ich steuere den Dino. Vielleicht werden wir auch gesteuert. Das macht die Sache nur so richtig wild. Ah, wir könnten trinken. Aber wenn da ein Krog ist... Ah, denkt ihr, ein Krog ist jetzt hier? Und denkt sich, erwartet die ganze Zeit, dass ich trinken gehe. Er hofft die ganze Zeit, dass ich trinken gehe. Ich habe Angst. Ich höre doch Fliegengeräusche, oder? Alle, komm, trink noch einmal. Los, 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 los. 100, 100, 100, 100. Komm, 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 komm. Schneller. Perfekt. Ich höre das doch. Okay. Okay, ich höre hier was, aber ich sehe nichts. Riechen tue ich auch nichts. Oh. Ah. Wild, wild. Aber ein Baby, was auch immer. Oh, voll die Musik. Ich weiß gar nicht, wie laut ihr die Musik hört. Ich würde euch ja empfehlen, wenn ihr das Spiel ernsthaft nicht spielt. Wirklich auf... Das Spiel ist nicht zu Anfänger, also ist nicht anfängerfreundlich. Das, wie gesagt, habe ich schon erzählt. Aber wenn ihr das Spiel wirklich professionell spielen wollt, macht es nicht wie ich, macht die Musik aus. Ihr müsst sowas von hören, ob einer angekrochen... Jetzt sehe ich Knochen. Ob einer angekrochen kommt, angerannt kommt, alle Sounds, Schritte, ihr müsst alles hören. In ein Survival Game sowieso Musik ausmachen. Ich mache es nicht, weil ich natürlich für YouTube euch nicht nur jetzt Game Sound bieten will, sondern dass man im Hintergrund ein bisschen auch die Ingame Musik hat, auch wenn die komplett random ist und absurd. Ist ja egal. Mein Gott, wenn ich sterbe, dann ist das so. Zwar hat es mich auch geärgert. Sieger. Warum? Warum wirst du mir nicht angezeigt? Perfekt. Ich wollte nur einmal zwei Strich wieder auffüllen. Bisschen Nahrung, aber ich will zwei Strich nicht die zweite aufgefüllt haben. Wir gehen weiter Richtung Süden. Ja, wir haben hier auch nichts, ne? Also Begegnung von Dinos her. Wie viele sind wir denn auf dem Server? 98 Spieler. Dass wir nicht voll sind, wundert mich.
oft nicht auf den Wegen, so wie ich. Oh, was ist das für ein Vieh, Mann? Das Geräusch kann ich nicht zuordnen. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare bitte schreiben, was das für ein Vieh ist. Vielleicht ist das auch dasselbe Vieh wie in der letzten Folge, wo ich euch das gefragt habe. Wie gesagt, ich nehme direkt im Anschluss auf. Beste Entscheidung meines Lebens, dass ich eben 2 Strich nicht gegessen habe. Muss dahin. S. Noch ein S. Jetzt sind hier überall S. Ich packe ab. Wir wollten zwar nicht nach Norden, aber ich will zum S. 2 Strich ist noch ein bisschen aktiver, das wird gleich zu Ende gehen. Oh, wir kommen diesem Geräusch näher. Nicht so schnell rennen, wir wollen auch jetzt keinen. Ich denke, jetzt leben wir ein bisschen gefährlich, dass wir auch einen Knochenbruch erleiden können. Was bist du? Ist ja irgendein Herrier im Baum? Hat da jetzt nämlich gar keinen Bock drauf. Sieht mir nach einem Todessturz aus. Das ist ein Todessturz. Ich dachte, da steht einer. Ich kann mir ins Essen. Oh, ich habe gedacht, da steht einer. Okay, aber der wurde ausgenommen. Das ist ein Kanu. Komm. 0%, jetzt geh auch weg, Mann. Bevor jetzt hier jemand kommt. Komm. Aber der wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Sag mal 0%, jetzt bitte. Was sind denn Tarnung? Ah, ich kann essen. Oh, ich hoffe, wir schaffen es. Bitte, bitte, bitte. Oh, das wird scheiße knapp. Nein. Okay, komm. Ich komme auch noch. Wir hatten aber noch einen S gesehen. Komm, den holen wir uns. Den holen wir uns noch in der Folge. Der war, glaube ich, in der Richtung gewesen. 2 Strich. Knochen. Bitte, 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 bitte. Der war da irgendwo gewesen, ne? Wurde gegessen. Hier ist irgendjemand und fummelt an unser Essen rum. Irgendeiner fummelt an unserem Essen rum. Oh, es wäre so schön. Gehen wieder Richtung Süden. Ja, da war safe es. Die Knochen da. Ja, gut, dass wir wahrscheinlich zu dem S hier gegangen sind. Das wäre vielleicht unser Tod gewesen. Oh, oh. Das war ein Omni, ne? Ein Raptor, oder? Also ich habe Omni, spiele ich auch verdammt gerne, aber diesen Sound, ich spiele zu selten mit den Sounds. Da ist doch was. Ich sehe ihn. Da im Busch. Ich glaube, dass er uns nicht gesehen hat. Omniraptor ist S. 30%. Ist ein Trodon. Dillo. Ist das ein Dillo?
Brauche ich jetzt gar nicht, ne? Ganz ehrlich, verpiss dich, weil ich brauch dich wirklich gar nicht jetzt gerade. Einfach weiterziehen und mich einfach in Ruhe lassen. Weil auch wenn... War das ein Dillo oder Trodon? Weil Dillo 2 Strich, das bringt mir auch nichts. Omni wäre geil, aber es war kein Omni. Boah, der auch noch einen Darmsound. Das ist Soundkulissen hier. Diese Spannung, diese Dramatik. Aber wir sind schon, glaube ich, längst in dem Ort, wo wir auch sein wollten. Von daher ist Süden jetzt eigentlich eher kontraproduktiv geworden mittlerweile. Ich würde auch sagen, wir gehen jetzt eher in die Richtung. Auf den Wegesrand. Ich will unbedingt das Vieh sehen, ne? Der diese Geräusche macht. Was rennt da? Das ist eine Ziege, ne? Ich glaube, dass das eine Ziege war, aber Ziege ist egal. Ah, ist das cool, dass ich hier lang laufe? Ich hasse das. Hier bleibt man jeden verdammten Stein hängen. Auch schon wieder das. Boah, ich liebe ich ja, ne? Ziegeln. Oh, die Sonne. I love it. Wunderschön. Ich lasse das mal an. Es war jetzt ein bisschen dunkler für euch. Aber dass ihr einfach auch das Feeling bekommt, wie schön das ist. Aber jetzt ist schon dunkel, ne? Soll ich dich töten? Ich will am Leben bleiben und ganz ehrlich, ich mache mal Nachtsicht wieder an. Und ganz ehrlich, das brauche ich. Ja. Ist da was? Ich habe gedacht, da wäre was. Muss eh mal gucken, ne? Und dann holen wir uns. Heute sind wir voll der KI-Killer. Aber Wildschwein schon lange nicht mehr gesehen. Tut mir leid. Oh. Mittlerweile. Ziegen kann man nicht schütteln. Nein, schmeißen wir einfach hin. Jawohl. Warte, das Gute ist, ich kann ja weiter essen. Sehr gut. Ah, okay. So viel dazu. Ich weiß noch, hier habe ich mich doch in der Folge von Omniraptoren versteckt. In der Ecke. Und die konnten mich Gott sei Dank nicht spotten. Trotz meinen Schritten. Ich kack mich jetzt komplett ein und ich fühle das richtig. Oh, jetzt komme ich den Scheißberg nicht hoch. Bitte, ich will mich einkacken. Nein. Bitte, bitte, bitte. Ich hasse alles. Okay, es ist so on point. Das ist so stark. Komm, wir holen uns das S jetzt. In der Folge holen wir uns noch das S. Einmal riechen. Oh, Mutationa. Aber ganz ehrlich. Oh, so viel. Gefährlich. Aber das holen wir uns.
Leute, ich habe Hunger gemacht als Mutation. Bitte schreibt mir mal in die Kommentare, gehe ich dahin oder dahin? Ich gehe mal hier hin. Schreibt mal bitte in die Kommentare, weil ich nämlich die Aufnahme dann auch beenden werde, was ihr mir als zweite Mutation empfehlen würdet, außer ich sterbe jetzt gleich. Was sind für Geräusche? S. Zwei Strich sehr nah. Aber wir sind sehr gut in der Runde wieder unterwegs. Holen wir uns mal das S. Wir kommen näher. Und... Ach, Kamikaze wieder. Bist du untergefallen? Schon wieder ein Kanu. Also heute sterben die Kanus hier am laufenden Band. Und soll ich was sagen? Es seid Diebe. Ich hasse euch. Kann nicht wahr sein. Ist das eine S noch da? Ja, das eine S ist noch da. Leute, da gehen wir hin. Was ist eigentlich zwei Strich? Wird das die Ziege sein? Ja, ne. Ziege. Aha, bist runtergefallen. Ist mir noch nie passiert. Ach, freut mich, dass der KI das auch passiert. So, gucken, gucken. Zu dem S wandern wir noch. Und wenn wir die dann haben... Haben wir keine 100%, weil unser 3-Punkt geht langsam alle. Aber egal, wir leiden hier keinen Hungertod. Also wie gesagt, Hunger habe ich reduziert, war glaube ich die beste Entscheidung meines Lebens. Aber wie es ausschaut mit der zweiten Mutation, könnt ihr mir gerne mal schreiben. Ich würde auf, also ich sage jetzt mal meine Fachexpertise, ich würde jetzt auf Blutungsschaden gehen. Blutungsresistenz. Also ist ja Blutungsschaden als solches. Da liegt bestimmt ein Krog. Ob ich das jetzt fühle? So eine Falle. Ja, wir können mal direkt Wasser auffüllen. Ganz ehrlich, ich bin jetzt krank. Jetzt sterbe ich. Das ist ein Stego. Habe ich Stego eigentlich auf meiner... Speisekarte. Alle cool. Habe ich nicht. Doch, habe ich. Zwei Strich. Keine Sorge, ich tue dir nichts. Was liegt denn da? Ich will denen gar nichts tun. Immer noch nicht. Das ist ein... Doch. Doch, doch, doch. Nee. Ist das undankbar? Es ist so undankbar. Ach, kannst du nichts machen. Egal. Wo ist Stegolein? Jetzt sehe ich, wer ist Stego? Jetzt doch voll stark sein. Sollen wir mal zum Zweistrich gehen? Ich wollte mich schon von der Folge verabschieden. Ich glaube, das sollte ich auch tun. Ich denke, hier liegt jetzt auch nur wahrscheinlich dahinter. Naja, komm.
Also, ich denke, ich logge mich am besten einmal hier aus. Schön hier am Bäumchen. In dieser Blickrichtung. Oh, wunderschön. Ja, hier loggen wir uns aus. Wunderschöner Spot. Und damit verabschiede ich mich auch von der Folge. Hat mich auf jeden Fall riesig gefreut, dass du mit am Start warst. Schreibt gerne fleißig in die Kommentare bezüglich meiner Fragen. Und besonders, was soll meine zweite Mutation werden? Ich würde gehen auf Blutungsresistenz. Wobei, obwohl Wasser kannst du wirklich überall trinken. Aber ich auch immer dieser Herzinfarkt wegen Krog zu haben, ist auch nicht immer geil. Weiß ich nicht, ob ich das fühle. Egal, schreibt mir rein. Ich nehme es dann. Wenn ich nicht vorher wieder online war, boah, ich weiß nicht, kritisch. Egal, schreibt mir einfach mal. Vielleicht habe ich dann das Richtige genommen oder ich nehme das, was eben ihr gesagt habt. Wünsche euch auf jeden Fall alles Gute, viel Gesundheit und vergesst nicht, den Daumen nach oben da zu lassen. Das würde mich wirklich sehr freuen, weiterhelfen und abonniert kostenlos den Kanal. Euer Data07. Ciao.